Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report Livestream. Heute mit dem Thema Platin für Ausbruch kündigt Silberrallye und Goldaktienrallye. Disclaimer. Platin für Ausbruch. Platin ist interessant, da der Kott-Bericht eine signifikante Long-Exposition aufzeigt. Gleichzeitig sind sie sehr gut unterstützt bei $800. Also, jedes Mal, wenn Platin gestiegen sind, sind auch Silber- und Goldaktien gestiegen. Nun schauen wir uns mal, das ist hier ein 50-Jahre-Chart von Platin, und schauen wir uns einfach mal das langfristige Platin-Chart an. Was ist denn hier passiert? Da sehen wir natürlich den signifikanten Ausstieg damals von circa 2000 Richtung 2007. Diesen Platin-Anstieg hat die Finanzkrise beendet, drastischer Einbruch und dann natürlich die ganzen Maßnahmen, Stabilisierung, Erholungsrallye. Auch hier stieg Platin dann wieder, aber nicht mehr ganz so stark. Und wir wissen ja, das war genau der Zeitpunkt, wo dann Silber auch von circa $9 auf 50 gestiegen ist, wo wir eine starke Goldaktienrallye haben. Aber die Goldaktien haben nie wieder das Hoch, jedenfalls im Verhältnis zu Gold, wie 2007 erreicht. Das war die absolut stärkste Rallye. Im Grunde genommen ist es dann eigentlich immer schwächer geworden. Wir haben jetzt nochmal die, hier ist, das ist im Prinzip die Situation von 2016, also von Januar 2016 bis August 2016. Auch da ist Platin stark angestiegen, ganz genauso wie Silber und Goldaktien. Und dann natürlich nochmal das Corona-Tief. Hier April 2020 bis August, September. Auch hier ist Platin gestiegen und ist im Grunde genommen seitdem mehr oder weniger korrigiert. Und die Analysten denken, wir haben jetzt einen Boden gefunden und es geht hoch. Das bedeutet, wenn das hochgeht, das ist ein Weißmetall, dann geht im Allgemeinen auch Silber mit hoch. Nun hoffen wir aber auf eine etwas stärkere Steigerung irgendwie hier Richtung 2007, von 2000 bis 2007, beziehungsweise jetzt. Das würde dann auch einen starken Silberanstieg bedeuten. Und Silber ist der Treibstoff für Goldaktien. Das ist ganz, ganz entscheidend. Goldaktien sind deshalb auch nicht so stark gestiegen und Silberaktien natürlich auch nicht, weil Silber enttäuscht hat seit 2011. Wenn Gold eigentlich höher wieder sein altes Hoch von 2011 erreicht hat, ist Silber noch weit, weit von seinem Allzeithoch oder auch nur vom Hoch von 2011 entfernt. So, und jetzt vermuten die Chartisten einen starken Platinanstieg. Das heißt, sehr wahrscheinlich gibt es auch einen starken Silberanstieg. Das alte Hoch dürfte in die, wir dürften in die Nähe des alten Hochkommens, vielleicht noch etwas drüber. Und das bedeutet, immer Silberanstieg ist immer Goldaktienrallye. Also, alle diese Markierung sind starke Goldaktien-Rallyes. Und wir hoffen jetzt, dass sie mehr oder weniger stärkste bevorsteht. Und Platin ist einfach ein Indikator. Jetzt schauen wir uns nochmal die Situation hier von 1977 bis zum Jahr zwei, bis zum Jahr 1980 an. Man könnte ja auch argumentieren, damals war Rezession und so weiter und so weiter. Platin wird nicht so viel gebraucht, aber trotzdem wurde es verbraucht. Es ist einfach wichtig zu wissen, dass auch ein Rohstoffbullenmarkt mit irgendwo integriert ist. Platin und Silber hängen zusammen. Da darf man nicht so sehr auch möglicherweise auf die wirtschaftlichen Verhältnisse machen. Es ist für uns hauptsächlich eben dieser Indikator. Damals ist Silber von ungefähr gut $100 auf irgendwo 700, $800 gestiegen. Es hat eben auch sehr lange gebraucht, bevor es das alte nominale Hoch wieder erreicht hat. Aber im Gegensatz zu Silber hat es erreicht und damals auch weit überstiegen. Also theoretisch war dann die Leute, die damals Silber gekauft haben es bis heute nicht erreicht, sind Platin theoretisch besser gekauft. Okay, aber ich wollte mal darauf hinaus, 1977, 1980, das ist das, was, da war die größte Goldaktienrallye aller Zeiten. Da gab ich, was ich Ihnen später auch noch einblende, da sind die Goldaktien von 15, 20 Cent auf 15, 20, $30 gestiegen. Da gab es 1000 Bäcker und relativ viele oder so artverwandt, 200, 300, 400 Bäcker, jede Menge 100 Bäcker und so weiter. Das glauben wir. Steht jetzt bevor mit einer ähnlichen Rallye hier wie zwischen 1977 und 1980. Und Platin ist möglicherweise ein
Indikator. Auch sieht man eigentlich deutlich, dass es nach unten gut abgestürzt ist. Goldaktien können gar nicht mehr fallen, weil Platin auch nicht mehr fallen kann. Das ist ganz unten, das hat seinen Boden gefunden. Das wird jetzt hochschnappen. Die Analysten sagen das auch. Also grünes Licht für Silberanstieg und Goldaktien. Wie gesagt, ist ganz entscheidend, dass Silber ist die Ursache für den Goldaktienanstieg, weil eben diese Anteile in diesen Aktien insbesondere wesentlich schneller bewertet wird. Bis Gold sich verdoppeln, das kann dauern. Aber Silberverdopplung geht schnell und so auch überproportional die Bewertung in den Goldaktien. Und das zieht im Grunde genommen diesen gesamten Goldaktien-Silberaktien-Sektor mit hoch. Ja, also das ist ein gutes Zeichen. Wenn Platin steigt, könnten wir das als, jedenfalls die historischen Beispiele, die ich hier aufgeführt habe, sprechen für eine jetzt bevorstehende Goldaktienrallye. Hier auch nochmal eine Aktie von einem Analysten nochmal hier gekennzeichnet. Auch hier ist der Boden gefunden und die also diese Platinaktie dürfte ausbrechen. Soweit ich weiß, ist diese hier damals auch vom 2020, das ist ein großer Produzent, ist die hier von 1,70 auf knapp $10 gestiegen. Und ich denke, das steht auch jetzt wieder ganz schnell bevor. Also grünes Licht für Platinaktien, Gold- und Silberaktien und Silber überhaupt. Heute möchte ich über einen Goldprojektgenerator mit Focus Ontario und British Columbia in Kanada, hohes Risiko, sprechen. Das Golden Sidewalk ist ein Goldexplorationsprojekt, das über 160 Quadratkilometer im westlichen Birch Uchi Greenstone Belt, etwa 60 Kilometer von Red Lake, Ontario, entsteht. Das Projekt beherbergt mehrere fortgeschrittene Explorationsziele, die in der Vergangenheit in unterschiedlichem Umfang bearbeitet wurden. Die jüngsten Bohrungen wurden 2008 entlang des Bathurst Mine Trends durchgeführt, wobei die Diamantenbohrloch SG0805 Abschnitte von bis zu 1,7 Meter, ein Gehalt von 46 Gramm pro Tonne gefunden wurde. Also ein sehr überragendes, hochgradiges Gold. Insgesamt wurden im gesamten Red Lake Lagergebiet sozusagen historisch 30 Millionen Unzen Gold abgebaut. Nun nochmal zur Lage. Also dieses Golden Sidewalk-Projekt liegt, wie gesagt, in Ontario, wo im Übrigen auch Great Bear seine Lagerstätten hat. Great Bear ist ja übernommen worden, aber das war die Aktie, die stieg vom Januar 2016 und 5 Cent auf ungefähr $30. Also ein 600-Bäcker. Also das, wo wir eigentlich versuchen, immer zu identifizieren, gab es schon. Natürlich ist es schwer, genau das Richtige zu identifizieren. Wie gesagt, diese Aktie liegt im selben Gebiet. Sie haben große Ressourcen. Das andere sind auch hochgradige Minen. First Mining, ja, ist ja das Unternehmen von Case Neumeyer. Also auch ein sehr interessantes Gebiet. Es grenzt direkt an die Great Bear-Territorien dran. Es hochgradige Entwicklung gab es. Was spricht dagegen, dass wenn es immer im Goldbullen rankommt, dass wir nicht ähnliche Entwicklung sehen? Wenn auch nicht 30, sondern weiß ich nicht, irgendwas dazwischen. Das kann man kaum sagen. Aber Sie sehen ja hier an diesem Chart, das ist ja hier von 2020. Wir sind auf die Höhe von 2020, also des Corona-Tiefs im Grunde, und da sind wir. Und es stieg dann von diesem Corona-Tief bis Ende 2021 hier auf $2,28. Jetzt sind wir vom ganz großen Tief weggefunden, der Boden ist gefunden, und das Ganze kostet jetzt 38 Cent. Nun ist es meiner Meinung nach sehr, sehr wahrscheinlich, wenn Gold wieder hochgeht, dass diese alte Höhe schnell erreicht ist und dann geht es los. Und dann lassen Sie gute Stories kommen, gute Bohrlöcher. Dann lassen Sie dem Markt bewusst werden, dass das an dem 600 Bäcker Great Bear benachbart liegt und so weiter und so weiter. Ich will nur sagen, das sind im Grunde genommen die Argumente, die nachher die Leute in solche Aktien treiben, weil die reden sich dann ein, was ja auch eben teilweise stimmt. Da sind ganze
ganze Zentralbanken, ganze Reichtümer im Boden, dass es natürlich kompliziert rausgeholt werden muss, dass es total aufwendig ist. Das ist aber vielleicht in einer solcher Mania-Phase wird, sage ich mal, so ein bisschen ausgeschaltet. Alle wollen sich nur an diesen Gebieten beteiligen. So unsere Kalkulation. Und wenn es eine wirkliche Goldmania gibt, dass wir dann ähnliche Bewertungsaufschläge sehen wie die 1970er Jahren. Jedenfalls meines Erachtens hat solche Aktie das Potenzial dazu, hat seinen Boden gefunden, war vor kurzem noch sehr hoch, ist meiner Meinung nach relativ schnell wieder da, wenn jetzt Gold anspringt. Ja, vielleicht noch ein paar andere Borgen. Also das war, wie gesagt, ein Highlight, die 46 Gramm pro Tonne. Das andere war 9,69 Gramm pro Tonne über 3 Meter, 13 Gramm, alles hochgradig, 22,7 Gramm und so weiter. Also das ist das Projekt Golden Sidewalk in Ontario, eben wo Gregier und andere liegen. Dann haben sie noch ein anderes Gebiet, 6.829 Hektar, das ist eine 51-prozentige Beteiligung und die liegt im Disease Lake. Die haben fünf bestätigte Kupfer-Gold-Gebiete und mit Bohrergebnisse, ja, ist low grade. Gut, muss man sehen, wie weit das ökonomisch ist abzubauen. Aber jedenfalls haben sie auch noch in recht guten Lage ganz gute Gebiete. Ja, hier nochmal auf die schon bereits erwähnte Goldaktien-Bullenrallye aus den 1970er Jahren. Da gab es eben diese wahnsinnigen Ergebnisse von 15 oder 10 Cent, 20 stiegen diese Aktien auf 15, 20, 30, 40 Dollar. 1000 Bäcker, fast 1000 Bäcker. Also aus 1000 Dollar wurden hier in diesem Beispiel, man wird sie nicht so treffen, keine Frage, aber trotzdem darf man es mal vorrechnen, aus 1000 Dollar wurden 380.000 Dollar, 360.000, 200.000 Dollar. Einfach unglaublich. Weil diese Goldaktien aktuell so extrem unterbewertet ist, ist es absolut denkbar, dass wir im Ansatz ähnliche Bewegung kriegen. Also wir denken ja, dass Silber in erster Linie das hochschnappen wird, vielleicht zumindest noch 45, vielleicht kurz über 50, 58 haben einige Statisten berechnet bis Mitte nächsten Jahres, wird man sehen. Diesen Silberspike müssen sie dann auch verkaufen, diese Goldaktien, weil es dann stark korrigieren kann, weil dann vielleicht mal die Börsen einbrechen. Silber im Allgemeinen, wenn es eine neue Spitze erreicht hat, korrigiert um unter Umständen mehr als 50%, wie wir es auch von 2011 gesehen haben. Und das tut den Goldaktien weh. Also das muss man im Hinterkopf haben. Silberspitze, extreme Spitze, extreme Euphorie. Goldaktien bitte verkaufen. Und Silber total am Boden. Und keiner will das kaufen. Das ist alles Mist. Edelmetalle, Goldaktien kaufen. So wie jetzt immer noch. Obwohl den Boden haben wir gefunden. Dies geht nicht mehr weiter runter. Das sehen Sie ja auch aktuell. Ja, also was kann man noch tun? Eben diese Penny Stocks mit Superlativen kaufen. Ich hatte Ihnen ja gerade gesagt, ja, das ist eben dieses große Gebiet, wo Great Beer ist. Sehr, sehr, sehr gutes Ontario, sehr gutes Rechtsgebiet, viel gute Mineninfrastruktur, großes Gebiet, hochgradige Bohrung dabei, alles, was man nur will. Und was zukünftige Investoren hoffentlich dann dazu bringt, große Geldsummen in diese Anlagevehikel zu stecken, wo sie dann schon investiert sind. Ja, also das muss man tun, sowas in einer Art nachkaufen. 1000-Bäcker-Reporte versuchen eben genau diese Aktien, die definieren, die eben diese Superlative haben, also berechnen theoretischen Potenzialfaktor. Sprich, wir rechnen aus der Marktkapitalisierung Anzahl der Unzen, Länderrisiko, Grad des Goldes. Da rechnen wir einfach aus, um wie viel kann diese Aktie steigen. Und da kommen wir teilweise auf Werte von 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, enorme Werte. Ob sie diese Werte jemals erreichen, wird man sehen. Aber es ist auf alle Fälle gut, um ihnen dieses Potenzial dann mit anderen Aktien einfach mal vergleichen zu können. Aber in der Mania ist was alles, sind solche Bewertungen absolut trotzdem möglich. Aber die passiert auch nicht jeden Tag natürlich. Ja, Exit-Strategie. Wir haben auch eine Strategie entwickelt, was wir kaufen, wenn dieser Goldaktienbullenmarkt vorbei ist. Dann hätte man zum Beispiel die gehabt, 2011 hätte man seine Goldaktien verkauft und zum Beispiel einfach irgendwelche normalen Standardaktien, stabile Sachen gemacht. Dann wäre man nicht mit rückgegangen mit diesen Preisrückgängen, sondern hätte jahrelang gute Gelder gemacht und die hätte man dann wiederum, als Goldaktien billig waren, wiederum investieren können. Nun rufen wir nicht dazu auf,
das zu wechseln, sondern in erster Linie glauben wir ja, dass es sinnvoller erscheint, für diese Goldaktiengewinne mehr Gold und Silber zu kaufen. Aber eben andere Aktien sollte man auch nicht voll aus dem Blick verlieren. Ja, Einlagen von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft, das ist einfach ein Werkzeug, um schnell in Gold und Silber zu wechseln, falls es mit den Edelmetallhändlern nicht so leicht ist. Sie überweisen einfach und schon ist da gibt es keine Mindestinvestition, sondern schon ist ihr Geld im Zollfreilager in der Schweiz gemacht. Genauso leicht ist der Verkauf und sehr günstig sind sie auch. Ja, Vergleichsportale benutzen. Nützliche Informationen, da steht nochmal, mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten, Schweiz, Einlagen von Gold und Silber in Schweiz und Liechtenstein, wer das macht. Weitere Diskussionsformen, Videos von Experten wie Uwe Bergold beispielsweise. Generell, wenn Sie Fragen haben, Rückfragen, Zustellungsprobleme, mich bitte einfach unter der angenehmen Rufnummer anrufen. Ich würde mich sobald möglich dann melden und diese Fragen klären. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Würde Sie natürlich bitten, falls Sie noch nicht meinen Kanal abonniert haben, das zu abonnieren, wenn Ihnen das Video soweit gefallen hat. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.